Servus Leute, servus zur Gipfelholz. Ja, schaut euch mal dieses tolle Ding hier an hier. Aus Metall gemacht, selber gedreht, selber gebaut. Und wie ihr das bauen könnt und das richtig einfach bauen könnt, das zeige ich euch heute in diesem Video. Also bleibt dran. Wie eingangs schon erwähnt, geht es heute um diese schönen Metallzier-Deko-Stücke. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Wozu kann man sie verwenden? Man kann sie auf einen Zaun draufbauen, zum Beispiel als Spitze oben. Man kann hier zum Beispiel eine Skulptur draus machen. Ich habe hier eine Treibholzskulptur. Das ist noch nicht fest, das habe ich nur gesteckt gerade. Und kann man hier zwischendrin machen. Ist richtig cool. Es ist auch wirklich super, super gleichmäßig, wie ihr das sehen könnt. Hier auch nochmal mein Zepter. Ha, super. Auch richtig schön gleichmäßig geworden alles. Und wie ihr das Ganze macht, zeige ich heute in diesem Video. Es ist wirklich super, super easy zu machen. Wollen wir einfach mal starten. Dieses Ganze hier machen wir oder biegen wir, drehen wir mit einer Vorrichtung. Und die zeige ich euch jetzt nur mal. Ich möchte euch nicht genau erklären, oder wir bauen sie nicht zusammen, sondern ich erkläre bloß, was ich gemacht habe mit dieser Vorrichtung. Im Endeffekt ist es nur mal ein Grundrohr. Die Länge könnt ihr wählen, wie ihr wollt, je nachdem, wie groß und wie lang ihr biegen wollt. Ich habe jetzt hier 43 cm gewählt. Das reicht mir. Da kommen locker einige schön lange Stücke raus. Aber das könnt ihr selber entscheiden. Dieses Grundrohr hat außen 25 mm. Und dann braucht man zu diesem Grundrohr noch ein Rohr, was praktisch drüber passt. Dieses große, diese Hülse, dieses Rohrstück, da passt das 25er rein. Das ist außen ein 30er, ist innen ein, ich glaube, 26er. Da passt das 25er rein und hat noch auf jeder Seite einen halben Millimeter Luft. Also das passt ganz gut, dass es hier auch gut durchrutscht. Und diese Hülse hier habe ich jetzt gewählt. 5 cm ist diese hier lang. Wir brauchen noch Baustahl. Das seht ihr hier, einfach als Griff. An diese Hülse hier habe ich den Baustahl festgeschweißt. Und dann brauchen wir noch diese M8 Verlängerungsmuttern. Die haben eine Länge von 40, glaube ich. Ne, 30 haben die. Warum ich jetzt hier zwei habe, werde ich euch später erklären. In diesem Fall, mit dem fangen wir nämlich nachher an zum Biegen oder zum Drehen. Da habe ich oben zugeschweißt, aus folgendem Grund, den ich euch nachher erkläre. Und diese Hülse hier ist offen. Gut, im Endeffekt habe ich dann unten genauso das Gleiche gemacht. Das ist einfach nur, dass ich es einspannen kann im Schraubstock. Da könnt ihr auch wählen, wie ihr wollt. Im Endeffekt geht es nur um die Grundstange, dass die das Wichtige ist. Und hier haben wir auch nochmal so eine M8. Verlängerungsmutter. Warum M8? Natürlich, ich habe ein 6er Material, dann hat es noch genug Platz und ein bisschen Luft, dass es sich bewegen kann. Und da passt es dann sehr gut rein, die M6er Material in das M8 Gewinde hier. Habe ich genauso festgeschweißt hier unten. Jetzt habe ich auch verschiedene Höhen. Das werde ich euch auch nachher auch nochmal erklären oder beziehungsweise zeigen. Gut, im Endeffekt, mehr ist es nicht. Und natürlich brauchen wir, wo habe ich sie jetzt? Hier habe ich sie. Brauchen wir jetzt einfach mal Grundmaterial zum Biegen. Das sind, wie gesagt, 6er Material, Rundstahl, ganz normaler Stahl. Also der rostet. Ihr könnt natürlich auch Edelstahl verwenden oder Alu. Könnte auch funktionieren, wenn ihr Alu schweißen könnt. Und da brauchen wir jetzt verschiedene Stangen. Die Vorrichtung ist erklärt. Ich werde sie euch natürlich jetzt dann gleich mal vorführen, die Vorrichtung, wie einfach das funktioniert. Jetzt haben wir ja unser Grundmaterial, das sind 25 cm lange Stangen. Die Länge könnt ihr natürlich selber wählen. Da müsst ihr ein bisschen rumprobieren, wie am besten das ausschaut. Und ich erkläre euch nachher nochmal den Unterschied zwischen den Höhen. Jetzt braucht man eigentlich nichts weiteres zu machen, als diese Vorrichtung in den Schraubstock einzuspannen oder sonst irgendwo einzuspannen. Ich mache es jetzt hier in der Vorderzwinge, spanne ich das jetzt einfach mal ein und dann habe ich ja hier mein Hebel. Ja, und dann kommen die Stangen eigentlich schon zum Biegen oder zum Drehen. Im Endeffekt braucht es ja nichts anderes zu machen, als
eine Stange in die Vorrichtung zu tun. Die richtige Seite wählen. Erkläre ich euch gleich nochmal. Richtige Seite wählen. Drauf tun. Hinstecken. Und schon haben wir das Ganze. Ich zeige es euch nochmal im Detail. Und jetzt braucht man nichts anderes zu machen, als eine Umdrehung zu machen. Eins, halbe. Und jetzt machen wir eine ganze. Da müsst ihr halt einfach mal schauen, weil das Material biegt sich ja natürlich ja, in die gegengesetzte Richtung ein bisschen. Deshalb einfach schauen, dass ihr eine habt. Jetzt haben wir genau eine Umdrehung. Hoch und runterfallen lassen, ist ja klar. So, jetzt schaut das Ganze dann nämlich so aus. Ist ein Stück und schon gedreht. Und das Ganze müsst ihr jetzt einfach 7-mal machen. Und dann nehme ich euch jetzt mal her und zeige es euch. Ihr seht, ich habe jetzt hier das gewählt, diese Seite gewählt, wo ich hier einen Anschlag habe und bin begrenzt auf der Höhe. Das heißt, es ist immer die gleiche Höhe. Hier genauso. Ich habe hier diese Seite gewählt, die dann praktisch hier geschlossen ist, zugeschweißt worden ist. Und somit habe ich auch immer die exakte Höhe von dem Teil. So, also reinstecken, Vorrichtung drauf und das Ganze einfach genau eine Umdrehung biegen. Halb. Also wie gesagt, es federt immer wieder leicht zurück, deshalb immer wieder ein bisschen hindrehen. Und so haben wir exakt eine Drehung. Rausnehmen, fertig. Und das Ganze machen wir jetzt 7-mal. Bevor wir jetzt aber weitermachen und das zusammen schweißen, brutzeln, werde ich euch mal erstmal erklären, warum jetzt hier die Hülse höher sitzt und warum hier die Hülse offen ist. Und zwar, ihr wollt es ja nicht nur immer gleiche machen, so wie das hier. Da ist hier unten und hier oben die gleiche Länge. Jetzt schaut euch mal dieses Teil hier an. Erstens mal ist es auch viereckig, das werde ich euch nachher nochmal erklären. Seht ihr das? Viereckig. Aber das kommen wir nachher nochmal drauf. Und zwar, wir haben ja hier oben kürzer und hier unten länger. Und wie man sowas macht, das ist auch ganz einfach. Wir haben ja hier, habe ich jetzt einen Anschlag hingemacht. Ihr könnt die Hülse natürlich noch viel, viel höher machen. Dafür muss aber die Grundstange natürlich länger sein. Aber mir reicht das jetzt so. Das heißt, ihr seht es jetzt hier. Ab hier wird gebogen. Hier ist alles gerade. Und ab hier wird gebogen. Deshalb habe ich die Hülse auf diese Höhe gesetzt und wir kriegen hier eine längere, ja, längere Gerade. Jetzt könntest du es oben natürlich genauso wählen. Die Hülse ist ja hier offen. Jetzt könntest du das hier reintun. Ich empfehle euch mit dem Edding, ihr wählt jetzt hier eine bestimmte Länge aus und macht es einfach mit dem Edding dahin, wie lange ihr das oben haben wollt, einen Strich hin, damit ihr immer auf derselben Höhe seid. Also ich mache jetzt hier einen Strich hin einfach und komme immer beim Ansetzen hier runter auf diese Höhe und fange dann hier an zu drehen. Ihr seht schon, hier wird gebogen, hier wird gebogen. Das und das bleibt gerade in dieser Hülse. Deshalb kann ich selber entscheiden, wie lang die Geraden werden. Deshalb einfach hier, wie gesagt, Edding hin und dann einfach anfangen zu biegen. So wie vorhin die 7 anderen Stück. Aber jetzt gehen wir natürlich weiter und schauen uns mal das hier an, wie wir das zusammenkriegen. Dann geht es jetzt mal weiter mit unserem Projekt. Und zwar habe ich mir persönlich, kann ich euch nur empfehlen, müsst ihr nicht machen, hier Muster gemacht. Hey, meine Finger sind dreckig von dem Material. Wahnsinn. Gut, habe ich mir hier Muster gemacht. Und zwar habe ich jetzt hier eins mit 6 und eins mit 7 gemacht. Und zwar ist es so, der Grund, hier kommt in der Mitte die Stange rein und dann kommen die anderen außen rum und werden dann hier festgemacht als Vorlage. Und so ist es halt am einfachsten, das Ganze dann zu schweißen nachher. 6 und 7 passen genau um diese Stange rum. Umso mehr ihr macht, umso größer wird natürlich unten dann dieses Loch hier, oder was heißt dieses Loch, umso breiter wird es unten, umso mehr Stangen ihr macht. Die müssen ja alle im Kreis dann formiert werden. Also ihr könnt es dann schon, ich hoffe, ja, man sieht es hier,
umso größer, also umso mehr Stangen, das sind glaube ich 10, 12 Stangen und umso größer wird dann unten dieses hier. Und dieses Muster habe ich gemacht. Man kann es auch viereckig machen. Und ja, da habe ich mir jetzt zwei gemacht. Wir haben ja jetzt vorhin 7 gemacht, deshalb werden wir auch die Form vom Simner nehmen. Das spannen wir jetzt einfach mal in einen Schraubstock ein, wo wir auch dann schweißen können damit. Jetzt kommt in die Mitte diese irgendeine Stange, also halt auch die 6er Stange. Und so könnt ihr dann erstmal das Ganze reinstecken, nacheinander. Das werde ich jetzt mal schnell machen. Jetzt habe ich mal das Ganze hier aufgestellt und habe hier oben Gummis hingemacht. Warum Gummis? Ja, weil es einfach zum Ausrichten einfacher ist. Ich würde euch natürlich nicht empfehlen, Gummis zum Schweißen verwenden, weil die natürlich wegrutzeln. Gut, jetzt haben wir das Ganze hier oben mal mit dem Gummi festgemacht. Jetzt achtet aber drauf, dass ihr die richtige Reihenfolge habt. Jetzt könnt ihr dann auch natürlich einen Draht nehmen und es dann ein bisschen enger zusammen machen. Aber das ist dann besser zum Schweißen nachher. Wo habe ich jetzt meine Zange hin? Und dann langsam zudrehen halt. Und richtet dann so die Sachen so langsam aus, so wie es dann nachher sein. Obala, ist es abgerissen? Aber ich hoffe, es hebt. Ja, es hebt. Und jetzt könnt ihr das Ding, Metall einfach schön ausrichten, so wie sie sein sollen. Jetzt bin ich mal am Schweißtisch. Ich habe es jetzt nochmal neu ausgerichtet mit dem neuen Draht. Ich zeige es euch jetzt mal. So muss es dann ausschauen. Ich hoffe, man erkennt es schön von oben auch. Genau, die mittlere Stange ist eigentlich nur damit, dass die halt richtig halten. Zusammengemacht, ausgerichtet das Ganze. Jetzt schaut es sehr schön aus. Und deshalb meine ich damit, wenn ihr jetzt diese Vorrichtung nicht habt, es geht ohne, aber es ist sehr fummelig, um das Ganze hinzubekommen. Ihr müsstet unten dann auch nochmal einen Draht hinmachen. Deshalb mit dieser Vorrichtung sehr, sehr einfach zu machen. Gut, dann würde ich jetzt einfach sagen, Schweißgerät an. Dazu nutze ich wieder das Weldinger. Da werde ich euch natürlich auch, nicht auch nochmal ein Video zeigen, sondern es gibt ja schon ein Video, das werde ich euch oben verlinken. Schutzausrüstung an, Gerät richtig eingestellt und dann können wir loslegen. Jetzt achtet bloß drauf, dass ihr wirklich nur diese Stangen hier trifft und nicht die mittlere, weil sonst kriegt ihr es nicht mehr raus. Also da müsst ihr sehr fein einfach mal einen Punkt draufsetzen. Ein Punkt reicht erstmal, damit wir es umdrehen können und von der anderen Seite schweißen können. Gut, das werde ich mal machen. Ja, das sollte jetzt erstmal halten mit dem Punkt. Schauen wir uns mal an. Jawohl, passt. Gut, jetzt müssen wir nichts anderes machen, außer das Ganze hier rauszutun, umzudrehen. Jetzt kann der Draht ja weg. Umzudrehen. Na, jawohl. Und das Gleiche machen wir jetzt nochmal von hier. Da brauchen wir jetzt keinen Draht, das hält eigentlich ganz gut. Und dann machen wir jetzt das Gleiche nochmal von hinten. Gut, hält auch. Ich habe jetzt, glaube ich, die Stange ein bisschen erwischt. Schauen wir mal, ob wir sie noch rauskriegen. Also das meinte ich damit. Ihr müsst da wirklich sackisch aufpassen. Ich habe da ganz leicht die Stange erwischt. Mit einem Mini-Punkt, aber es ist jetzt fest, ich muss jetzt erstmal rausschlagen. Ja, ging jetzt doch ziemlich einfach raus, die Stange, gar kein Problem, war nur ein kleiner Spritzer. Gut, jetzt spannen wir den Rest nochmal einfach ein und werden das Ganze schön verschweißen. Das heißt, einfach das oben halt ein bisschen zubrutzeln, dass die Stangen alle miteinander verbunden sind. Jetzt könnt ihr es noch ein bisschen verschleifen, damit es hier auch ein bisschen schöner ausschaut. Auch die Seiten ein bisschen.
eine Seite mal fertig. Schaut wunderbar aus. Sehr symmetrisch, sehr gleichmäßig, überhaupt gar kein Problem. Also ihr seht es hier mit diesem, ja, mit dieser Vorlage oder mit diesem Ding da zu arbeiten, ist echt top. Schaut toll aus. Mache ich noch die zweite Seite und dann schauen wir uns das nochmal genau an. Schaut mal her, wie schön es geworden ist, wie gleichmäßig, also wirklich optimal. Wenn man das mal schnell dreht, sieht man es auch, wie gleichmäßig das ist. Also wunderbar. Schön geworden, aber was meint ihr dazu? Schreibt es doch mal bitte unten in den Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr auch Lust drauf habt oder so. Schreibt es einfach mal unten rein. Jetzt habe ich euch ja versprochen, das hier noch zu erklären. Und zwar kann ich das Ganze auch eckig machen. Könnt ihr hier erkennen, ist alles eckig, ist viereckig. Und zwar zum Beispiel, wenn man jetzt hier in ein Vierkantrohr reinstecken will, für einen Zaun, für oben oder sonst irgendwas, oder zwischendrin das Ganze einzubauen, da kann man das viereckig machen. Das habe ich ganz einfach gemacht. Da kann man sich immer wieder Vorrichtungen bauen. Das ist jetzt einfach hier ein Vierkantrohr. Und da müsst ihr halt nur darauf achten, wie viele Stangen da reinpassen. Das müsst ihr euch ausrechnen. Und zwar passen jetzt hier 9 Stangen rein, beziehungsweise 8 gebogene. Und dann haben wir ja noch eins in der Mitte, dass es dann wieder wirklich schön hält. Und so legt man dann diese auseinander, die legt man dann da rein. Eine Stange in der Mitte und so hat man dann ja diese Form. Oben habe ich mir noch ein anderes Stück, ein ganz kleines Stück, Vierkantrohr abgeschnitten. Und das wird dann drüber gelegt, wird dann auch reingemacht, wird auch in Form gebracht. Nur darauf achten, dass die Stangen halt nach der Reihe in diesen Vierkant hier liegen. Und dann einfach drüber stülpen. Da könnt ihr direkt schweißen mit diesen Teilen. Nur aufpassen, dass es halt an der Seite nicht runter spritzt groß, sonst kriegt ihr diese Form nicht mehr ab. Und dann einfach so schweißen. Also ist auch überhaupt kein Problem. Und schon hat man hier so ein Vierkantprofil, Viereckprofil. Ihr seht selber, wie schnell man das Ganze bauen kann und wie schön und wie exakt das Ganze funktioniert. Also mir gefallen diese Teile sehr, sehr toll. Ob das jetzt für einen Zaun ist oder wie hier, habe ich noch eine Skulptur gebaut aus Treibholz mit Verbindung mit Metall, warm, kalt. Gefällt mir auch ganz gut. Man könnte sie theoretisch noch von unten beleuchten, wollte ich jetzt aber nicht. Mir reicht es so zum Hinstellen, gefällt mir ganz gut. Man kann es eckig machen, man kann verschiedene Größen machen. Ihr könntet 20 Stangen außenrum machen. Ihr könnt die verschiedenen Längen wählen. Ihr könnt sie wirklich auch richtig schön groß machen. Da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Ihr müsst einfach nur ein bisschen probieren. Die Vorrichtung selber zu bauen ist wirklich super easy. Und wenn man mal alle Vorrichtungen hat, dann kann man so schnell Mengen herstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Also wenn man da mal 20 Stück für Zäune braucht, überhaupt kein Problem, wenn man sich solche Vorrichtungen, wie ich hier euch gezeigt habe, wenn man sich selber baut. Oder hier diese viereckige. Ja Leute, dann sind wir jetzt am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, abonniert die kleine Glocke, damit ihr dann auch nichts mehr verpasst. Was ich noch sagen wollte, ihr könnt natürlich auch anderes Material verwenden. Edelstahl, Alu, Baustahl. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man von der Dicke her biegen kann. 8 mm sollten überhaupt noch kein Problem sein. 6 mm gar kein Problem zum Biegen, zum Drehen. Aber das müsst ihr einfach mal probieren. Ja, ich habe jetzt Feierabend. Ich genehmige jetzt mir noch ein Radler. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus aus dem Allgäu. Prost, Leute.